So, Freunde, let's go. Wir schauen wieder rein in Forager. Ah ja, da sind wir unterwegs. Den können wir killen. Ich habe nämlich zufällig was gesehen. Und zwar geht der Forager relativ krass darum, wie es. Wait. Also da muss ich selber drauf kommen. Das war ein bisschen wack. Passt auf. Wir brauchen die. Muss darüber. Ich muss ganz kurz testen, wie das ist. Weil ich habe zufällig was gesehen und zwar. Also für alle, die gerade nicht checken, was ich gerade so am Versuchen bin. Anscheinend bekommt man dadurch viel XP. Irgendwas, also ich meine, ja, es gibt eh nur die Picke, aber da wäre noch irgendwas geil, dass die Bäume einfach mit einer Axt abgebaut werden oder so. Oder denkt sich da der Entwickler, ja, nee, da muss man so viel switchen, das wäre auch Abfuck, weil eigentlich hat er schon auch recht damit. Ich glaube nicht, dass so wie das Ganze hier wächst und so und wie schnell man das weg hat, dass so viele Leute irgendwie Bock drauf hätten. Da keine Ahnung, was zu machen. So, uns da kurz hocharbeiten am Rand. Ja, jetzt kommt er da wieder am Start, kommt er da wieder ran. Schon ein bisschen am Abfacken da. So, dann haben wir das. Ich weiß noch immer nicht, wie ich die Saplings bekommen soll. Boah, es ist so schwer irgendwie. Warten schneller. Kalkhaltig, ich kann das essen. Ja, I don't know. Schaltet Sprinkler am Windmüll frei.
Er ist dein verbündeten Begleiter erscheinen. Schalte eine Blumenpresse frei bei einem Gebäude, Chance von 10% auf doppelte Items. Auto Repair wäre halt auch wild. Sind 25% Mehrwert. Landkauf von 30% billiger. Mach mal Autoreparatur. Ich glaube, dass das relativ viel bringt. Zumindest habe ich das das letzte Mal gesagt. Das weiß ich nämlich noch. Okay, wenn ich jetzt Land kaufen würde. Keine Ahnung, was das da ist. Boah, dann rennen wir da mal rüber. Schauen wir mal an, was wir da freigeschalten haben. Nicht geil. Ist nicht worth, darüber zu gehen. Da sterbe ich nur. Ja, das war eigentlich das, was ich erledigen wollte heute. Ich wollte einfach nur mal reinschauen, was sich da dann hat, beziehungsweise wie ich noch weitermachen könnte. Wollte so minimal einfach weiterzocken, weil mich das Game schon gut gecatcht hat auch. Aber ich habe halt leider aktuell nicht so viel Zeit, dass das zock und der streamt natürlich dann eher mit Freunden, wenn gerade jemand am Start ist. Deswegen hat sich der Forager in letzter Zeit auch nicht so wirklich ergeben. Aber ich will halt auch das Game nicht komplett vergessen. Ich möchte da weiterspielen, deswegen. Es war ganz nice, würde ich sagen. Ich muss halt irgendwie ein paar Videos dazu schauen oder so, dass ich halbwegs raff, was ich als nächstes tun sollte. Aber ja, ich habe schon Speedruns gesehen von irgendwie 7 Minuten, dass die es durchgespielt haben. Und nicht komplett. Ich habe nur gesehen, dass die gibt halt eben und dann die Länge gesehen, aber ja. Wenn wir jetzt nochmal versuchen, Land zu kaufen. Es ist bis minimal, vielleicht minimal weg. Was kann ich da drüben alles machen? Das ist ja insane, wie fett das ist. So viel kann ich halt so schnell nicht abbauen. Da brauche ich diesen Laser da, aber der ist schwer zu machen. Oder ich könnte mal schauen, ob der schwer zu machen ist. Da brauche ich das, die Königskleidung. Ja, wir lassen das da jetzt mal arbeiten. Oder? Ne, wir lassen es arbeiten. Und hauen uns raus. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss, tschüss.